Raus aus Euratom fordert die Initiative Atomstopp heute auf ihrer Österreich-Tour in Linz. Euratom, das ist die Europäische Atomgemeinschaft zur Bildung und Entwicklung der Atomindustrie. Österreich verpflichtete sich beim EU-Beitritt, jährliche Zahlungen abzuführen. Wie hoch diese sind, ist offiziell nicht bekannt, nach Schätzungen in etwa 140 Millionen Euro jährlich. Und das, obwohl Österreich keine Atomkraftwerke betreibt. Mehr noch, die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung lehnt sie kategorisch ab. Atomstopp Österreich fordert, raus aus Euratom, notfalls auch per Volksbegehren. Das Volksbegehren ist unser letztes Mittel und das müssen wir uns natürlich gut überlegen, ob wir das zum Einsatz bringen. Wenn die Bundesregierung einlenkt und von sich aus den Schritt macht und Österreich aus dem Euratom-Vertrag herausbringt, fein. Wenn sie das nicht macht, dann werden wir ein Volksbegehren starten müssen. Was würde ein Ausstieg denn kosten für Österreich? Der Ausstieg würde nichts kosten, ganz im Gegenteil. Österreich würde sich die Atommillionen, die jetzt nach Brüssel überwiesen werden, sparen und könnte diese Atommillionen in erneuerbare Energien umlenken. Der allergrößte Teil des Geldes, 90%, fließen übrigens direkt in die Produktion von Elektrizität. Davon profitieren vor allem Frankreich, Belgien, Italien und Deutschland.